solchen schlimmen, gewalttätigen Übergriffen, vor allem auf Schiedsrichter. Jetzt hat der Fußballkreis Essen-Nordwest davon endgültig die Nase voll und handelt. Zum BV Altenessen 2, der immer wieder durch Gewalt aufgefallen ist, werden jetzt keine Schiedsrichter mehr geschickt. Und ihren Trainer sind die Altenessener sogar auch schon los, wie Bastian Halbig zeigt. Tabellenführer in der Kreisliga B. Keiner hat sie in dieser Saison bezwingen können. Und doch hat Trainer Andreas Schröder seinen Krempel hingeschmissen. Grund, einer seiner Spieler hat den Schiri verprügelt. Kriegt auf einmal einen Blackout, geht zum Schiedsrichter hin, packt ihn und schlägt ihn ins Gesicht. Aber was mich dann gestört hat einfach ist, dass unser Vorstand dann da oben an der Kaffeebude stand und nichts gemacht hat, gar nichts. Der Verein bedauert mittlerweile den Vorfall und schreibt, der Schlag ins Gesicht des Schiedsrichters trifft auch all diejenigen, die sich um ein friedliches, gewaltfreies und respektvolles Miteinander in der Gesellschaft einsetzen. Doch der BV Altenessen 06 ist schon öfter durch Ausschreitungen aufgefallen. Auf Facebook finden wir heute ein dazu passendes Video. Komm her, sitzen, komm her! Komm. Krankenabteilung! Aggressionen im Amateurfußball, gerade in Essen zuletzt ein großes Problem. Der Kreisvorsitzende ist fassungslos. Also ich bin selber früher Schiedsrichter gewesen. Es hat immer Foulspiele gegeben, es hat auch immer mal Rangeleien gegeben. Aber die Hemmschwelle, was heute auf den Plätzen passiert, die ist absolut gesunken. Dieses Schlagen, dieses Treten, dieses am Boden liegen, gegen Köpfe treten, das hat es früher nicht gegeben. Und da ist die Hemmschwelle, wie wahrscheinlich überall in der Gesellschaft, ein Stück weit gesunken. Und ja, da müssen wir einfach versuchen, jetzt gegenzusteuern. Erste Maßnahme, der BV Altenessen 2 bekommt keine Schiedsrichter mehr gestellt. Und somit wird hier vorerst nicht mehr gespielt. Ob das hilft? Ex-Trainer Andreas Schröder glaubt eher an ein allgemeines Problem. Ein Generationsproblem, ganz klar. Weil die Jugendlichen, die heute schon, sag ich mal, aus den oder beziehungsweise in den Jugendmannschaften schon sind und dann in den Seniorenbereich übergehen, die haben null Respekt. Und das ist leider etwas, das selbst mit einer roten Karte nicht zu lösen ist. Es war einer der größten Bauskandale.